nicht länger unter Hausarrest und aller hellseherischen Würden ledig, verbringe ich die nächsten paar Tage mit Miles und Heaven. Wir treffen uns auf einen Kaffee, gehen shoppen oder ins Kino, ziehen durch die Stadt und sehen uns Miles Theaterproben an. Ich bin überglücklich, dass mein Leben wieder normal ist. Und als Riley am Weihnachtsmorgen erscheint, bin ich erleichtert, dass ich sie immer noch sehen kann. »Hey, Augenblick!« sagt sie und versperrt mir den Weg durch die Tür, als ich gerade nach unten gehen will. »Kommt gar nicht in Frage, dass du deine Geschenke ohne mich auspackst.« Sie lächelt und ist so strahlend und so sichtbar, dass sie fast solide wirkt. Sie hat nichts Instabiles, Durchscheinendes oder Transparentes an sich. »Ich weiß, was du kriegst. Soll ich dir einen Tipp geben?« »Auf gar keinen Fall. Ich find's toll, zur Abwechslung mal etwas nicht zu wissen.« Wehre ich lächelnd ab, während sie in die Mitte meines Zimmers tritt und ein paar Mal vollendet Rat schlägt. »Da wir gerade von Überraschungen reden.« Sie kichert. »Jeff hat Sabine einen Ring gekauft. Ist das zu fassen? Er ist bei seiner Mom ausgezogen, hat sich eine eigene Wohnung gesucht und bittet sie, zurückzukommen und noch einmal von vorn anzufangen.« »Im Ernst?« frage ich und betrachte ihre ausgeblichene Jeans und die übereinandergezogenen T-Shirts. Ich bin froh zu sehen, dass sie das mit den Kostümen hinter sich hat und mich nicht länger nachahmt. Sie nickt. »Aber Sabine wird ihm das Ding sofort zurückgeben. Ich meine, jedenfalls nach dem, was ich so erkennen kann. Sie hat den Ring noch gar nicht wirklich bekommen, also werden wir wohl einfach abwarten. Trotzdem, die Leute überraschen einen eigentlich selten, weißt du?« »Spionierst du immer noch Promis nach?« Ich überlege, ob sie wohl irgendwelche spannende Neuigkeiten hat. Riley zieht eine Grimasse und verdreht die Augen. »Gott, nein! Die hatten echt einen super schlechten Einfluss auf mich. Außerdem ist das immer dieselbe alte Nummer. Hemmungslose Shopping-Marathons, hemmungslose Fressattacken, hemmungslose Sauftouren, hemmungslose Drogentrips und dann Entzugsklinik. Waschen, spülen und das Ganze nochmal. Gehen.« Ich lache. Am liebsten würde ich die Arme nach ihr ausstrecken und sie drücken. Ich hatte solche Angst, ich hätte sie verloren. »Was guckst du denn so?« will sie wissen und sieht mich unverwandt an. »Ich schaue dich an.« Ich lächele. »Und?« »Und ich bin ja so froh, dass du hier bist und dass ich dich noch sehen kann. Ich hatte schon Angst, das ginge nicht mehr, nachdem mir Ava gezeigt hat, wie man das mit diesem Schutzschild macht.« Sie lächelt. »Um ehrlich zu sein, es ging auch nicht mehr. Ich musste echt die Energie hochfahren, damit du mich sehen kannst. Ich hole mir jetzt sogar welche von dir. Bist du müde?« Ich zucke die Achseln. »Ein bisschen, aber ich bin ja auch gerade erst aufgewacht.« Sie schüttelt den Kopf. »Ist ja egal, das bin trotzdem ich.« »Hey, Riley.« Ich sehe sie an. »Gehst du immer noch zu Ava?« Mit angehaltenem Atem warte ich auf die Antwort. »Nö, das habe ich auch hinter mir. Jetzt komm schon, ich kann's gar nicht erwarten, dein Gesicht zu sehen, wenn du dein neues iPhone auspackst.« »Ups.« Lachend schlägt sie die Hand vor den Mund, während sie rückwärts durch die geschlossene Zimmertür geht. »Du bleibst wirklich hier?« flüstere ich und verlasse das Zimmer auf herkömmliche Art und Weise. »Du musst nicht weg oder musst irgendwo anders hin?« Sie klettert aufs Treppengeländer und rutscht hinunter. Dabei schaut sie lächelnd zu mir zurück. »Nö, jetzt nicht mehr.« Sabine gab den Ring zurück, ich hatte ein neues iPhone, Riley kam wieder jeden Tag zu Besuch und begleitete mich manchmal sogar zur Schule. Miles fing etwas mit einem Tänzer aus der Zweitbesetzung von Hairspray an. Heaven färbte sich das Haar dunkelbraun, schwor allem ab, was Gothic war, und begann den schmerzhaften Prozess, sich ihr Tattoo weglasern zu lassen. Sie verbrannte alle ihre Drina-Kleider und trug stattdessen Emo. Silvester kam und ging, begannen mit einer kleinen Feier bei mir zu Hause. Mit Apfelschorle für mich, ich war offiziell trocken, verbotenem Champagner für meine Freunde und einem Mitternachtsbad im Jacuzzi. Reichlich zahm für eine Silvesterparty, aber überhaupt nicht langweilig. Stacy und Honor bedachten mich nach wie vor mit bösen Blicken, so ziemlich genau wie früher. Sogar noch schlimmer an Tagen, an denen ich etwas Hübsches anhatte.
Mr. Robbins fing ein neues Leben an. Eins ohne seine Tochter und seine Frau. Mrs. Machado wand sich noch immer, wenn sie meine Kunstprojekte betrachtete. Und zwischen all dem war Damon. Die Fugenmasse um eine Kachel, wie der Leim in einem Buch. So füllte er alle meine Leerstellen aus und hielt alles zusammen, schloss alles ein. Während jeder Klassenarbeit, jeder Haarwäsche, jeder Mahlzeit, jedem Song, jedem Bad im Jacuzzi, hatte ich ihn in meinem Kopf. Fand schon Trost darin, nur zu wissen, dass er da draußen war. Irgendwo, obwohl ich mich gegen ihn entschieden hatte. Als der Valentinstag kommt, sind Miles und Heaven verliebt. Allerdings nicht ineinander. Und obgleich wir beim Lunch zusammensitzen, konnte ich genauso gut allein sein. Die beiden sind ständig viel zu sehr damit beschäftigt, sich über ihre Sidekicks zu beugen, während mein iPhone stumm und unbeachtet neben mir liegt. Oh mein Gott, das ist echter Hammer! Nicht zu fassen, was der alles auf dem Kasten hat! Stößt Miles zum x-ten Mal hervor und blickt mit vor Lachen gerötetem Gesicht von einer SMS auf, während er die perfekte Antwort ausknobelt. Oh mein Gott, Josh hat mir gerade ohne Ende Songs geschenkt. Das habe ich ja sowas von nicht verdient, brummelt Heaven, während sie mit beiden Daumen drauf lostippt. Und obwohl ich mich für sie freue, obwohl ich glücklich darüber bin, dass sie glücklich sind, bin ich mit den Gedanken beim Kunstunterricht in der 6. Stunde und ich überlege, ob ich schwänzen soll. Denn hier in der Bayview High School ist heute nicht nur Valentinstag, heute ist auch Secret Hearts Day. Was bedeutet, dass diese großen, roten, herzförmigen Lollis, die mit den kleinen rosafarbenen Liebesbriefchen, die sie die ganze Woche vertickt haben, endlich verteilt werden? Und während Miles und Heaven fest damit rechnen, einen zu bekommen, auch wenn ihre jeweiligen Freunde nicht auf unsere Schule gehen, hoffe ich einfach nur, diesen Tag einigermaßen klaren Verstandes und leidlich unversehrt hinter mich zu bringen. Ich muss zugeben, dass die Abkehr von der Kombination aus iPod, Kapuzen-Sweatshirt und dunkler Sonnenbrille mir erheblich mehr männliche Aufmerksamkeit eingebracht hat. Doch mich interessiert keiner von denen. Denn die Wahrheit ist, es gibt keinen Jungen auf dieser Schule oder auf diesem Planeten, den man jemals mit Damon vergleichen könnte. Kein einziger. Unmöglich. Und es ist nicht so, als hätte ich es besonders eilig damit, meine Ansprüche herunterzuschrauben. Aber als es zur 6. Stunde klingelt, ist mir klar, dass ich nicht schwänzen kann. Meine Tage des Schulschwänzens, genau wie meine Tage des Saufens, sind weitestgehend vorbei. Also beiße ich in den sauren Apfel und gehe zum Unterricht, vertieft in meine jüngste, unselige Aufgabe, einen der Ismen nachzuahmen. Und ich habe mir zufällig den Kubismus ausgesucht, in der irrigen Annahme, das wäre leicht. Ist es aber nicht. Tatsächlich ist es alles andere als leicht. Plötzlich bemerke ich, dass jemand hinter mir steht, drehe mich um und sage, ja, und starre den Lolli an, den er in der Hand hält. Dann konzentriere ich mich wieder auf mein Bild, gehe davon aus, dass es sich hier um eine Verwechslung handelt. Doch als er mich wieder antippt, mache ich mir diesmal gar nicht erst die Mühe, hinzuschauen. Ich schüttle einfach nur den Kopf und sage, sorry, falsche Adresse. Er knurrt irgendwas vor sich hin, dann räuspert er sich und fragt, du bist doch diese Eva, oder? Ich nicke. Dann nimm das Ding schon. Er schüttelt den Kopf. Ich muss noch die ganze Schachtel voll loswerden, bevor es klingelt. Er wirft mir den Lolli zu und marschiert zur Tür. Und ich lege die Zeichenkohle weg, klappe die Karte auf und lese. Ich denke an dich. Immer. Damon.